everybody. I'm Larry Ridley, and this is the NFL on EA Sports. Quarterback play was not the issue for them in their last game, despite coming away with the loss. They got a terrific game out of this man, who threw for three TDs by the time it was over. If he gets that many again here, they should be in good shape. It's the Browns going up against the Titans. With that, let's welcome in our fine broadcast team. Here are Brandon Godden and Charles Davis. We welcome all of you to Nissan Stadium on the banks of the Cumberland River in downtown Nashville, Tennessee. Today, we've got a Week 6 matchup for you here between the Cleveland Browns and the Tennessee Titans. With Charles Davis, I'm Brandon Godden. Charles, we take a look at this Titan Ball Club entering play. We're in October now, so everybody should be coming into form, shouldn't they? They really should, and what you have now is a full routine established about what you want. Und damit heiße ich euch auch nochmal herzlichst willkommen live aus Nashville, Tennessee, wo es mal wieder in Strömen regnet, zu einer neuen Folge Madden 17. Wir sind nach einer kurzen Madden-Pause wieder zurück, haben Woche 6 erreicht und gucken mal, wie uns die kleine Madden-Pause so gestanden hat, ob wir zurück ins Spiel finden. Oder würde ich einfach mal sagen, lassen wir uns direkt überraschen und starten direkt ins Spiel rein. Tennessee wird receiven und wir gucken einfach mal, was sie daraus machen können. Ja, das sieht sehr gut aus. Tennessee konnte nicht punkten. Und wir starten mal direkt mit einem Laufspielzug rein. Ja. Einige werden sich fragen, warum gab es in letzter Zeit kein Madden? Das liegt daran, dass ich ziemlich erkältet war die letzten Wochen. Dementsprechend natürlich keine Stimme hatte, um Let's Plays aufzunehmen. Das hat man, glaube ich, in den letzten paar Videos Sherlock Holmes fast noch gemerkt, dass meine Stimme noch nicht ganz wieder da war. Zum anderen gab es auch momentan nicht viel in der NFL zu berichten. Es gab nicht viele News. Da dachte ich mir, okay, machst ein kleines Break, wartest, bis es wieder richtig losgeht mit Neuigkeiten live aus der NFL. Und das ist jetzt der Fall, weil seit dem 9. März hat die Free Agency gestartet. Das heißt, dass viele Spieler den Verein gewechselt haben, viele teure Verträge wurden unterschrieben, zig Millionen Dollar wechseln den Verein. Jedes Jahr eigentlich wieder eine schöne Zeit, um zu sehen, okay, was kann man mit seinem Kader nächstes Jahr erreichen? Und ich muss sagen, dieses Jahr bin ich ziemlich zufrieden mit der Free Agency. Liegt vor allem daran, weil nicht irgendwie sinnlose dreistellige Millionenbeträge für Spieler ausgegeben werden, die sich im Endeffekt als komplette Busts entwickelt haben oder komplette Rohrkrepierer. Ich erinnere an einen Albert Haynesworth, der bei Washington für 100 Millionen unterschrieben hat. Colin Kaepernick, genau dasselbe. Ich glaube, der teuerste Spieler dieses Jahr hat, ich glaube, 67,5 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben. Ist natürlich auch verdammt viel Geld, aber ja, es geht noch deutlich teurer. Also es wurden die letzten Jahre auch schon deutlich mehr Geld ausgegeben. Von daher muss ich sagen, kann man recht zufrieden sein. Trotzdem haben viele Spieler gewechselt, viele Überraschungen sind dabei. Ich habe mir die ganzen Free Agent Signings mal angeguckt und habe mir mal die spektakulärsten 5 bzw. besten 5 Free Agent Signings dieses Jahr rausgesucht. Und will euch die einfach mal so ein bisschen darbieten. Welche Spieler sind gewechselt? Wo sind sie hingewechselt? Und der meiner Meinung nach spektakulärste Free Agent Signing dieses Jahr ist einer, der mich besonders traurig macht als Cardinals-Fan, weil der Defense-End der Arizona Cardinals, Calais Campbell, hat einen 60 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben für 4 Jahre bei den Jacksonville Jaguars.
die in letzter Zeit das Geld einfach aus dem Fenster schmeißen. Hauptsache, die kriegen die besten Spieler und, naja, machen noch nicht wirklich viel draus. Mal gucken, was Calais da reißen kann in Florida. Problem an der Sache ist, Calais Campbell ist jetzt mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Er ist also nicht mehr der Jüngste. Sein großer Vorteil ist, er ist ein verdammt guter Run-Stopping-Defensive End. Was eine relative Seltenheit ist, weil die meisten Defensive Ends sind Pass-Rusher, schnelle Defense End, die um die Offense-Tackles rumrushen. Und Calais Campbell ist einfach jemand, der komplett sein Outside-Containment hält, der den Run an der Line of Scrimmage blockt. Shop, meine ich. Man kann ihn teilweise auch als Defense Tackle einsetzen, weil er 6 Fuß 8 groß ist und irgendwie 300 Pfund wiegt. Damit hat er schon die Maße eines Defensive Tackles. Von daher ist er auch ein bisschen variabel einsetzbar. Schöner Pass zu Hawkins, den wir da anbringen. Aber man muss sagen, er ist ein solider Starter, war jetzt schon einige Male im Pro Bowl in seiner Karriere. Ich glaube, insgesamt zweimal war er bisher im Pro Bowl, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es ist ein sehr guter Spieler für die Jacksonville Jaguars. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass Jacksonville im letzten Jahr verdammt viele gute Spieler unter Vertrag genommen hat. Die haben sich wirklich nicht alle durchgesetzt. Von daher schauen wir einfach mal, wie sich Calais in der Uniform der Jacksonville Jaguars schlagen wird. Ein weiterer guter Free Agent Sign dieses Jahr haben die Patriots gemacht. Und zwar, die haben sich Stephon Gilmore, den jungen Cornerback der Buffalo Bills geholt. Stephon Gilmore ist erst 26 Jahre alt und unterschreibt somit seinen ersten großen Vertrag nach dem Rookie-Vertrag. Und zwar für 5 Jahre für $65 Millionen. Das ist schon eine verdammte Menge Geld. Aber meiner Meinung nach hat er sich auch ziemlich verdient. Auch wenn er erst jetzt einmal im Pro Bowl war in seiner Karriere. Aber er hat im Jahre 2016 immerhin es geschafft, 5 Interceptions zu fangen. 2 Jahre davor jeweils 3 Interceptions. Also er ist ein junger, aufkommender Cornerback, der in einem guten, defense-gecoachten Team verdammt produktiv sein kann. Ich bin der Meinung, dass er das sein kann bei den Patriots. Er kann den nächsten Step machen zu einem der besten Cornerbacks der Liga. Patriots haben ja bewiesen, dass sie viel aus Free Agent Signings machen können, dass sie immer noch oben mitspielen, dass man jahrelang nie gedacht hatte, dass die Defense der Patriots so stark ist, wie sie in Wirklichkeit ist, weil sie auch relativ viele No-Name-Player drin haben. Aber sie schaffen es immer wieder, auch mit weniger großen Namen eine verdammt gute Defense-Leistung aufs Parkett zu bringen. Wir stehen jetzt 6 Yards vor der Endzone und gucken einfach mal, dass wir hier ein paar Punkte aufs Board bringen. Den laufen wir doch durch. Touchdown! Cleveland Browns! Da läuft er ganz einfach zum Touchdown. Der erste Rushing-Touchdown für mich. Hätte ich nicht gedacht, der war so easy. Da hat ja mal gar keiner mit gerechnet. Ja, warum nicht? Das ist doch gut. Dann führen wir schon mal 6-0. Wenn wir jetzt noch den extra Punkt reinkriegen, führen wir mit 7 Punkten. Und Tennessee schafft es nicht zu punkten. Das ist sehr gut. So muss das doch sein. Wir fangen mal wieder mit dem Laufspiel an. Das müssen wir ja langsam mal wieder ein bisschen in Gang kriegen. Das ist ja katastrophal schlecht, aber oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht auch ganz gut aus bisher. 6 Rushes, 15 Yards. Okay, es geht besser. Aber ich habe es leider auch schon schlechter gesehen. Vor allen Dingen, wenn es immer wieder regnet bei unseren Spielen, müssen wir häufiger einfach mal laufen. Weil gerade beim Regen
auch gerne mal die Bälle fallen gelassen werden, wenn du durch die Wand. Schöner Pass auf Coleman. Für einen First Down. 7 von 7 Pässen angebracht für 78 Yards. Ich hätte nicht gedacht, dass nach der Pause so gut weiterspielen kann. Aber es läuft bisher. Wollen wir mal einen tiefen versuchen? Ich glaube, wir versuchen mal einen tiefen. Wir hauen jetzt einfach mal einen raus. Frage ist erstmal, ein tiefes Spiel zu finden. And on the outside, they're playing press coverage. Ding, ja. Wir hoffen, dass der Tight End die Valve offen ist. Beziehungsweise vielleicht auch Hawkins. Na, keiner offen für den kurzen Pass auf Pryor. Der immerhin einen Raumgewinn von 5 Yards macht. Auch Terrell Pryor hat dieses Jahr den Verein gewechselt. Hat einen Vertrag bei den Washington Redskins unterschrieben, glaube ich. Aber der größte Receiver-Signing dieses Jahr, Alshon Jeffrey, der von den Chicago Bears zu den Philadelphia Eagles wechselt, hat allerdings nur einen Einjahresvertrag unterschrieben, aber immerhin für gute 14 Millionen Dollar. Das klingt jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche Spielzug wir nehmen. Ganz kurz mal meinen kleinen Monolog hier unterbrechen. Das Problem an Alshon Jeffrey ist, es ist ein bisschen Risiko, ihn zu verpflichten. Er hat zwar geschafft, einmal jetzt im Pro Bowl zu stehen, 2013, hatte da auch seine Breakout-Season mit 1400 Receiving Yards, hat aber danach nicht wirklich bewiesen, dass er das aus mehrere Jahre hintereinander aufs Parkett bringen kann. Hat auch in letzter Zeit ein bisschen Verletzungspech. In den letzten zwei Jahren hat er, glaube ich, insgesamt 7 Spiele gefehlt. Oh, der hat gut verteidigt. Da hätte ich gedacht, den hätte er festgehalten. Ja, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren hat er insgesamt 7 Spiele gefehlt. Es war jetzt nicht hier unbedingt, wow, katastrophal, 7 Spiele zu fehlen in 2 Jahren. Aber wenn man einen dicken Vertrag haben will für 50, 60 Millionen, muss man einfach zeigen, dass man auch 16 Spiele im Jahr spielen kann. Und das hat er momentan noch nicht bewiesen. Zumindest nicht durchgehen. Weil da kriegen wir den Quarterback-Sack rein. Ach, verdammt. Weiteres Problem ist er. Kann er wirklich der Number One Receiver eines Teams sein? Das ist, glaube ich, so, was er dieses Jahr bisschen unter Beweis stellen muss, dem Team zu zeigen, okay, ich bin definitiv Number One Receiver und dementsprechend will ich auch das Gehalt dafür haben. Weil, als er sein Breakout Year hatte 2013, war er nämlich nur der Number Two Receiver. Neben ein Brent Marshall, der definitiv damals auch den besten Cornerback des gegnerischen Teams immer auf sich gezogen hat. Das heißt, er hatte nur den zweiten Cornerback auf seiner Seite. Hatte dementsprechend meist leichteres Spiel. Weil er ja auch recht großer Receiver ist, hat er dann immer den Vorteil, wenn der Ball hochkommt. Okay, da kommt man leichter ran, wenn man nicht den besten Cornerback gegen sich hat. Also da bin ich gespannt, wie er sich dieses Jahr durchsetzen wird. Vor allem, weil auch noch das Problem dazu kommt, dass er einen Quarterback hat, der jetzt erst in seiner zweiten Saison spielt. Hat er den festgehalten? Nee. Ach. Aber es kann natürlich auch gut ausgehen. Es kann natürlich auch sein, dass er 1500 Yards fängt. In die Pro Bowl kommt und der nächstes Jahr den dicken Vertrag unterschreibt. Das kann natürlich auch sein. Das soll jetzt nicht heißen, dass er nur einen Einjahresvertrag hat. Okay, der spielt das durch. Der hat keine Chance mehr. Er hat jetzt nur echt eine Chance. Beziehungsweise er muss sich beweisen. Ein weiterer junger Spieler, der dieses Jahr gewechselt ist,
Es war kein Receiver, aber Cornerback ist EJ Boye. Für viele kein großer Name. Ich muss sagen, für mich auch nicht. Aber wenn man sich den Vertrag anguckt, den er unterschrieben hat, er hat nämlich bei den Jacksonville Jaguars, mal wieder bei den Jaguars, die die Millionen einfach nur so rausschmeißen. Ein Vertrag für 5 Jahre für 67,5 Millionen unterschrieben. Oder muss man sagen, wow. Für jemanden, der 25 Jahre alt ist. Okay, er ist ziemlich talentiert. Der es aber noch nie geschafft hat, irgendwie in eine Pro Bowl zu kommen in seinen 4 Jahren, den er spielt. In den 4 Jahren ganze 19 Starts hatte. Und sich in einem relativ schwachen Defensive Back der Houston Texans sich nicht als Starter durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob ich dem 67,5 Millionen Dollar geben würde. Das ist großes Risiko. Man muss natürlich sagen, dass Jacksonville dieses Jahr Prince Amukamara, den sie sich letztes Jahr noch von den Giants geholt haben, wieder abgegeben haben. Der hat ja nun einen Jahresvertrag. Da muss man sich natürlich fragen, ist das ein Ersatz? Die haben einen guten Rookie-Cornerback auf einer Seite. Aber kann er da einigermaßen mithalten? Das ist das große Fragezeichen. Also, was die Jaguars da machen, die gehen jedes Jahr ein ziemliches Risiko ein. Ich hoffe, dass es sich endlich mal auszahlt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. So. Ich hätte gerne noch ein paar Punkte aufs Board. 1:30 Uhr. Kurzer Pass und wir nehmen mal ein Timeout. Das Schöne am Free Agency ist, dass es nicht immer heißt, dass jeder Spieler, der ein Free Agent ist, automatisch den Verein wechselt. Es gibt tatsächlich auch Spieler, die unterschreiben wieder bei ihrem alten Verein, wo sie sich durchgesetzt haben, wo sie bewiesen haben, okay, bei denen spiele ich wirklich gut. Und ein Beispiel dafür dieses Jahr ist Brent Williams. Der Nose Tackle der Baltimore Ravens. Hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den Ravens für 54 Millionen. Was gerade für ein Defensive Tackle sich nach verdammt viel Geld anhört. Aber ich glaube, dass gerade für die Position des Defensive Tackles 54 Millionen nicht übertrieben viel Geld ist. Wenn man nämlich einen der besten Defensive Tackles, / Nose Tackles hat, die den Lauf wirklich gut verteidigen können, macht es automatisch die ganze Defense besser. Gerade wenn man einen jungen Mittellinebacker hat mit CJ Mosley, der sehr athletisch ist und somit auch gerne mal bzw. sehr gut covern kann, ist es wichtig, dass man vorne in der ersten Reihe jemanden zu stehen hat, der den Running Back definitiv nicht durchlässt, wenn man 5-6 Yards nach hinten covert. Wenn man denn vorne jemanden hat, der einfach schlecht ist in der Run-Verteilung, dann kann die Offense immer durch die Mitte gehen. Macht immer 5-6 Yards und läuft hier komplett übers Feld rüber. Und dafür 54 Millionen ausgeben, für 5 Jahre, warum nicht? Es ist natürlich keine große Position, er wird nicht die riesen Statistiken aufs Brett bringen. Aber warum nicht? Das ist ein First Down. Ach, 4.1. Kann ich den ausspielen? Ich hoffe es. Natürlich nicht. Ja, also wie gesagt, Brent Williams hat wieder unterschrieben bei den Ravens. Das sind für mich so die 5 Top Free Agent Signings dieses Jahr. Oh, wir kommen sogar noch mal in Ballbesitz. Hauen wir noch einen raus? Wir hauen noch einen raus, komm. Ab in die Gun. Kein Running Back hinten.
Ich kann keine Hail Mary werfen, aber wir machen mal einfach mal so tief. Ja, und noch ein Timeout. Bob, der kommt noch an! Komm, lauf durch! Lauf durch! Ja! Touchdown Cleveland Browns! Warum denn auch nicht? Terrell Pryor! Bitte, keine Ahnung, 80 Yards Touchdown! Auf der Cornerroute! Oh, die sollte ich echt häufiger werfen. Schön! Ja, Kibbel hat mit 20-3 in die Pause. So soll das sein. Das ist doch mal eine richtig klasse erste Hälfte gewesen. Wie es in der zweiten Hälfte weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaltet ruhig wieder ein. Wenn es wieder heißt, eine neue Partie Madden 17.